Hier ist wieder der Testmittel von YouTube. Wer schon immer mal ein Troll sein wollte, dem zeige ich heute mal, wie ihr das am besten machen könnt. Und vorher gehen wir erstmal mal wieder zu Amazon. Ich wollte euch jetzt noch schnell die Sachen zeigen, die ihr nachher im Video seht. Wir hatten ja einmal die riesen Latexhände, die gibt es für 12,99 € auf Amazon zu bestellen. Und dann hätten wir hier noch die Riesenfüße, die sind derzeit aber nicht lieferbar. Macht aber nichts, die könnt ihr nämlich zum Beispiel dann noch im Karneval Megastore für 19,99 € bestellen. Alternativ gibt es die Riesen-Latex-Hände dann auch noch in der Horrorklinik. Ja, und hier haben wir noch die Maske, die ich damals bei eBay gekauft habe. Die fand ich optisch recht schick und preislich sehr interessant. Die kostet nämlich nur 17 €. Und der Versand von Florida nach Deutschland, der hat dann nochmal 13 gekostet. Und das hier wäre die Original-Trollface-Maske, also dieses Trollface, was man oft dann auch im Internet findet. War mir aber viel zu teuer, die Maske kostet 30 €, die hätte ich ja noch bezahlt, aber dann nochmal 28 € für den Versand von den USA aus, war mir dann zu viel, zumal ich aus Florida nur 13 bezahlt habe. Aber wie gesagt, die hat mir auch recht gut gefallen und die gibt es dann auch nochmal in bunt. Die Links zu den Produkten findet ihr dann wie immer im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, dann werdet ihr direkt weitergeleitet. Und hier hätten wir einmal die Giant Hands. Die werden so geliefert. Und hier der Giant Feet. Der schaut dann so aus. Das hier ist eine Trollmaske, bestellt aus Florida. Die gibt es in Deutschland nicht zu kaufen. Ja, und die zwei Sachen werde ich jetzt mal auspacken. Und so schauen dann die Hände aus. Ja, sieht man so eine strukturierte Oberfläche. Hier so ein paar Details von den Fingernägeln. Ein paar Adern sind drauf gemacht worden. Drehen wir das Ganze mal um. Hand Innenseite. Ja, und das kann man dann hier so anziehen. Passen mir eigentlich auch ganz gut. Meine Hände sind zwar ein bisschen größer, aber sieht aus wie so ein Gartenhandschuh fast. Zieh schon mal den anderen noch an. Wer noch größere Hände hat, der kann ein bisschen Gleitmittel benutzen. Dann flutschen die Hände nur so rein. Ja, und so schauen die dann aus. Man kann die Finger noch bewegen, man kann sogar noch was greifen. Mein Finger geht zum Beispiel jetzt bis hier und da sieht man mal, wie lang die sind. Ja, riesige Hände. Kommen wir zu den Füßen. Das wären dann diese hier. Hier sieht man auch wieder Details, zum Beispiel die Fußnägel. Dann wieder so Adern hier drauf. Hier ist noch so eine Art, upsa, Gummiband. Das kann man so auseinanderziehen. Hier kommt nachher der Schuh rein, damit man den so anziehen kann. Ja, Unterseite ist eher uninteressant, da ist alles glatt und farblos. Wenn ihr die geliefert bekommt, könnt ihr ruhig mal entweder bei den Handschuhen oder bei den Füßen mit der Hand so reingehen. Und manchmal muss das hier Ganze noch immer so ein bisschen rausgedrückt dann werden. So. Am einfachsten zieht man den Schuh so an, dass man erst einen anderen Schuh reinsteckt. Den habe ich jetzt mal ausgezogen. Dann steckt man den rein, immer so ein bisschen hier nach hinten ziehen. Und dann könnt ihr irgendwann das komplett hier so drüber stülpen. Zack. So, jetzt haben wir den hier komplett so reingemacht. Seht ihr schon? Schuh im Schuh. Und dann kann man diesen nämlich auch anziehen. Das muss ich mal gerade hier so reinschnackeln. Das hier nach hinten so ein bisschen machen. So, zack, fertig. Und ja, passt hier hinten auch. Und so schaut das dann aus jetzt. Ja, hier mal kurz die Maske. Ist zwar nicht die originale, die dann auch so ausschaut wie dieses Trollface, was irgendeiner mal, sag mal,
kreiert oder erfunden hat. Aber ich finde, die sieht eigentlich noch viel besser aus. Man hat hier die fetten Lippen, die großen Zähne, so ein bisschen Bugs Bunny mäßig. Dann hat man hier Nase, Nasenöffnung, Augen, hier so wuschige Augenbrauen. Ja, hier hinten haben wir noch Haare. Und von innen schaut das Ganze dann so aus. Und die lässt sich also super leicht auch anziehen. Ja, jetzt ziehe ich gerade noch die Maske an. Ist eigentlich ganz einfach. Die wird hier einfach so drüber gestülpt. Und das war es dann schon gewesen. Und so schaut die dann aus. Und hier hinten, ja, sieht man, dass so die Haare ein bisschen drüber fallen. Finde ich auch sehr cool. Und jetzt habt ihr schon mal ein richtiges Trollface. Yo man! Und so schaut das dann aus, wenn man alles angezogen hat. Wir haben hier die Riesenhände. Man nutzt am besten ein langarmiges T-Shirt oder ein Pullover. Der kann dann ruhig ein bisschen weiter sein. Dann sieht man das hier nicht so abstehen. Des Weiteren habe ich mir mal meine fast 20 Jahre alte Levis-Hose angezogen. Ich glaube, die ist von 1995. Die hat nämlich so einen schönen Schlag hier unten. Und dann sieht man den Latex hier hinten nicht mehr an der Ferse. Ja, dazu halt noch die Maske. Und ich finde, macht schon richtig was her. Jetzt bin ich der geborene Troll mit dem riesenlangen Finger. Der normale Troll hat ja immer eine Keule. Der moderne Troll benutzt diesen, ich zauber dir ein schönes Lächeln auf dein Gesicht, Baseballschläger. Ja, jetzt komme ich mal gerade ein Stück nach vorne. Man kann hier noch eine Sonnenbrille drunter anziehen. Das mache ich meistens bei meiner Affenmaske. Dann sieht man die Augen nicht so. Hier nochmal die Hände. Kann man, wie gesagt, schön bewegen. Ja, und Trollverkleidung halt. Man kann natürlich auch noch einen Ziegelstein nehmen. Das wäre dann der hier. Und versuchen, jemanden daneben zu treffen. Ja, jetzt habe ich euch die Verkleidung auch mal kurz vorgestellt. Der ein oder andere ist ja schon Troll. Wer aber gerne meiner sein möchte, der kann sich die Sachen gerne zulegen. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.